Moin, Servus, Grüß Gott und Hallo. Heute gibt es wieder ein kleines Unboxing von meiner Seite aus. Games Workshop hat mir ihre neue Box Urbane Kriegsführung zukommen lassen und da die Sendung gerade in der Pause ist, dachte ich mir, dass ich die doch zusammen einmal mit euch auspacken kann. Urbane Kriegsführung ist eine Art Kampagnensystem für das Spiel Warhammer 40.000, weshalb die Box nur Spielmaterialien und keine Miniaturen enthält. Ja gut, Gelände ist dabei, aber wer eine Space Marine Armee erwartet, wird vielleicht enttäuscht sein. Dann schauen wir doch einfach mal in die Box rein. Das mittlerweile obligatorische Deckblatt oder die Deckpappe, die Games Workshop in ihre größeren Spielsets einsetzt, begrüßt uns natürlich als erstes. Ist jetzt nichts Weltbewegendes, aber ich finde, dass sowas auch immer irgendwie eine gewisse Wertigkeit vermittelt. Fans können sich das Artwork ja auch irgendwie einrahmen und in den Spielraum an die Wand hängen. Und als nächstes ist Luftpolsterfolie. Ist jetzt nicht wirklich schick, aber natürlich praktisch, wenn der Inhalt der Box diese nicht komplett ausfüllt, damit nicht alles durch die Gegend fliegt und vom Eröffnen irgendwie kaputt gemacht werden soll. Egal, kommen wir doch endlich mal zum eigentlichen Inhalt. Als erstes lachen uns die vier Gussrahmen mit den Geländeteilen entgegen. Diese sind relativ bunt gemischt. Es gibt Missionsziele wie Generatoren, Munitionskisten und komische chirurgische Dinge, sowie Ruinteile, die zu den bestehenden Gebäudesets passen, also zum Beispiel zerbrochene Säulen, zerstörte Statuen oder aber auch einen Zugang, der offensichtlich in eine Art Kanalisation führt. Die Bausätze sind durchaus hübsch und detailliert gestaltet. Vor allem kann man damit wunderbar Ruinen von Gelände erweitern, sollte man die zum Beispiel auf Bases setzen wollen, wie ich das gerne mache. Da sehe ich jetzt schon Möglichkeiten für unser Killteam-Gelände. Was ich natürlich etwas schade finde, ist, dass es mal wieder nur imperiales Gelände ist, welches auch wieder mal nur Zerstörung zeigt. Ja, okay, die Kampagne findet in Städten statt, die wahrscheinlich auch zerbombt wurden, doch wäre es auch mal schön, heile Städte zu Anfängen der Konflikten auf den Tisch zu stellen oder in nicht-imperialen Welten zu kämpfen. Aber gut, da gibt es auch Möglichkeiten, das zu bewerkstelligen. Am Anfang dachte ich, dass hier bei den Missionszielen einfach nur das Missionszielpaket für 40k reingepackt und somit komplett verwurstet wurde. Aber auf dem zweiten Blick fällt mir auf, dass es sich dabei nur um diesen Operationstisch mit dem Chirurgen und um diese kleine Senderanlage handelt. Alle anderen Teile wirken auf mich neu, kann mich aber irren, da ich nicht alle Bausätze kenne. Als nächstes in der Box haben wir das wohl größte Teil. Eine relativ große Kunststoffmatte, die viele transparente Taschen hat, in der man Karten reinstecken kann. Das Ding ist echt groß und passt kaum auf mein kleines Tischchen hier. Aber dafür riecht diese flexible Matte. Also sie riecht nicht wirklich doll, aber wenn man direkt die Nase ransteckt, dann riecht sie nach, aufblasbarer Luftmatratze oder aufblasbarem Wasserspielzeug. Da wird eine Erinnerung wach. Okay, Spaß beiseite, gucken wir mal weiter hier. Die Taschen sind perfekt auf die Kartenformate angepasst, die dem Spielset beigelegt sind. Und da gibt es tatsächlich Felder auf der linken und auf der rechten Seite. Und links sind die für die eigentliche Kampagnenkarte und die auf der rechten Seite, ja, wofür? Verschiedene andere Möglichkeiten, Einflüsse und so weiter. So genau kann ich das leider jetzt noch nicht sagen, da ich die Box ja jetzt auch mit euch zusammen auspacke und noch nicht in die Regeln geschaut habe. Sehr nett finde ich oben die Laschen, mit denen man die Matte an der Wand befestigen kann, wenn man sie da an Nägel oder an Nadeln hängt. Da hat definitiv jemand mitgedacht und ich muss sagen, ich mag solche praktischen kleinen Details. Okay, schauen wir mal weiter. Als nächstes haben wir das Herz des Kampagnensystems, die Karten. Diese sind in verschiedenen Formen und Sets unterteilt. Es gibt zum Beispiel Zielkarten oder Zufallseigniskarten und dann gibt es noch Sektorenkarten mit unterschiedlichen Werten, die offensichtlich die verschiedenen Teile oder Orte der Kampagne darstellen. Diese haben auf der unteren Seite zwei Kreise, da kommen offensichtlich dann die Aufkleber drauf. Also ich weiß nicht, so besonders beschichtet sind die jetzt nicht. Ist das so ein bisschen Legacy-artig, dass man die nur einmal nutzen kann? Also Aufkleber drauf und das war's dann? Würde ich ja ziemlich doof finden, muss ich sagen. Okay, gucke ich mir doch gleich mal die Aufkleber an, die damit bei sind. Davon gibt es hier nämlich vier identische Bögen, die sich eigentlich nur von den Farben unterscheiden. Also sind sie nicht ganz identisch, also vier Bögen in vier unterschiedlichen Farben. Wohl eine Farbe für jeden Spieler, das ergibt natürlich Sinn. Auf die Gefahr hin, dass ich jetzt diese Aufkleber und die Karten unbrauchbar mache, werde ich jetzt einen davon aufkleben, um euch das mal zu zeigen. Cool, das fällt mir jetzt auf, wo ich sie in der Hand habe. Interessant, es handelt sich hierbei nämlich gar nicht um wirkliche Aufkleber. Die Dinger sind transparent und haben gar keine Klebefläche, sondern sind aus dem gleichen, weichen, gummiartigen Kunststoff wie die Matte. Okay, das ist smart. Die Dinger kommen nicht direkt auf die Karte, sondern die Karte werden logischerweise in die Taschen gesteckt und auf die Tasche kommen dann diese Klebemarker. Und da halten sie tatsächlich gut. Die kleben dran, halten, ja, und man kann sie auch easy wieder abziehen.
und das mehrfach. Okay, das heißt, man kann sie auch wieder in den Klebebogen zurückpfropfen, wenn man sie nicht mehr braucht. Okay, das finde ich gut. Also wirklich, das finde ich wirklich toll, weil dadurch sind die Dinger nicht nur einmal nutzbar, sondern immer und immer wieder. Sehr schön. Hätte ich nicht gedacht. Als letztes in der Box ist das obligatorische Regelheft. Dieses ist ein Softcover-Buch in der üblichen Games Workshop-Qualität. Vollfarbig in DIN A4 mit einem wirklich guten Druck und einem sehr schönen Artwork. Zu Anfang wieder eine ganze Menge Hintergrundgeschichte. Okay, viel Hintergrund. Oh, das ist aber also wirklich für... Das ist dafür echt eine Menge Hintergrund. Ist da der ganze Verlauf des Stalingrad-Dramas beschrieben oder was? Okay, wer es mag... Ist ja vollkommen okay. Ich überspringe das einfach mal und komme zu den Regeln, die dann doch relativ übersichtlich sind, was die Seitenzahl angeht. Passend zu einigen Sektoren der Kampagnenkarte gibt es hier dann nochmal eine Handvoll Missionen, was ich auch schön finde. So sind nicht alle Missionen irgendwie random, sondern sind auch wirklich für einige spezielle Karten mit den Geländeteilen, die da mit bei sind, irgendwie drumherum gebaut. Das ist eigentlich ganz nett. So, und was kommt als nächstes? Ach ja, okay, die Regeln für Städte in Flammen. Das ist eine Erweiterung für Stadtkämpfe und die war in den vorherigen Editionen eine eigene Erweiterung. Aber das kommt mir doch ein bisschen bekannt vor. Ah, alles klar, okay, es ist in der Tat nochmal der Städte in Flammen Regelabschnitt, der im 2018er In Nomine Imperatoris, also dem jährlich erscheinenden Regelupdates für Warhammer 40.000 enthalten ist. Ich meine, das ist gut für alle, die sich das Updatebuch nicht gekauft haben, wobei das doch bestimmt jeder 40.000 Spieler haben sollte, oder? Aber das könnte eventuell darauf hinweisen, dass die Erweiterung Urbane Kriegsführung auch noch länger auf dem Markt sein soll, wenn zum Beispiel das In Nomine Imperatoris in die 2019er Version geht, dementsprechend überarbeitet ist und die Städte in Flammen Regeln dort nicht mehr enthalten sein werden. Das heißt, man hat auch dann vielleicht dann noch die Möglichkeit, die Regeln nachträglich zu bekommen. Urbane Kriegsführung ist eine Box, dessen Material wie immer auf hohem Produktionsniveau ist. Es ist eigentlich nicht schwer, von GWs aktueller Qualität nicht überzeugt zu sein. Wie gut das Kampagnensystem ist, lässt sich auf den ersten Blick nicht sagen, aber die Modularität mit den Karten und der Folienmatten-Wandhängekarte ist eigentlich gar nicht verkehrt. Eventuell hätte ich bei der Boxgröße mehr Inhalt erwartet, aber ich glaube, dass ich da mittlerweile einfach von vollgestopften Boxen verwöhnt bin und deshalb vielleicht überhöhte Ansprüche habe. Vielleicht hätte ein kleinerer Karton bei mir nicht die Erwartung eines Spielset-Inhaltes geweckt. Ob sich die Box lohnt, hängt tatsächlich von der Spielgruppe und in diesem Fall von den Regeln ab. Daher glaube ich auch, dass dies eine Box sein wird, die sich eher Clubs oder Spielgruppen und nicht jeder einzelne Spieler für sich selbst zulegen wird. Mit Sicherheit haben aber einige von euch schon die Kampagne gestartet und da schreibt mir auch gerne in die Kommentare, was ihr von dem System und den Regeln haltet. Und alle anderen, die das noch nicht gespielt haben, können mir ja trotzdem ihre Meinung über das Gesehene hier ebenfalls mitteilen. Mich würde tatsächlich nämlich interessieren, wie das Kampagnensystem ist und was ihr von dem Inhalt hier haltet, der ganzen Erweiterung. Schreibt mir das gerne in die Kommentare und ja, weiß ich nicht, sollte euch dieses Video gefallen haben, das Unboxing, euch informiert haben, euch unterhalten haben oder ihr habt es nur nebenbei laufen lassen und seid aber gut eingeschlafen, dann könnt ihr ja vielleicht auch ein Like da lassen oder mir vielleicht ein Abo geben, um auf dem Laufenden zu sein, wenn weitere Videos von Deist online gehen, denn das würde Deist und meine Arbeit hier sehr helfen und dann gibt es für euch natürlich auch mehr Tabletop-Content. So, ich bin raus für heute, macht das gut da draußen und wie ihr wisst ganz genau, seid immer nett zueinander, sonst gibt es Krav Maga für alle.